Grüßt euch alle, Freunde der Sonne, es ist soweit. Es ist soweit. Wir werden jetzt ganz locker entspannt hier aufbauen. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten mit dabei, die werden wir jetzt mal rüberpacken. Seid ihr bereit? Wollt ihr die Jungs sehen oder was? Wir gehen raus. Hier wird der Ort des Geschehens sein. Es ist schwedische Delikatesse, die wir heute probieren werden. Live! Ich habe ohne Scheiß den ganzen Tag nichts gegessen, ohne Witz. Und ey, Ziel ist auch, dass wir das essen werden. Ich sag's euch, ich habe Besteck dabei. Ich habe alles dabei. Ich habe alle ohne Scheiß. Serviette für Nico. Wir bauen gerade draußen den Tisch auf. Ich gehe mal raus und zeige euch den einzig wahren. Das Freiluftstudio der ARD steht. Oh, yes. Knall. Oh, Baby. Jung, das ist es. Hier, wir sind am Start. Erstmal hallo auch Sascha. Grüß euch. Sascha, du hast dir nicht nehmen lassen, hier heute mit dabei zu sein, oder was? Ich guck sie von drin an. So, dann wollen wir den Tisch auch mal eindecken. Ich habe richtig an Nico gedacht und richtig schöne Servietten rausgeholt. Alter, geil, die werden den Gestank safe abdecken. Ohne Witz. Ich sag euch ganz ehrlich, mein Ziel ist wirklich ein Stück zu probieren. Du wirst auch probieren. Mann, das ist ohne Scheiß. Ich habe mir gerade eben sagen, dass Leute haben recherchiert, das wird in Schweden zum Frühstück gegessen. Die Schweden haben doch auch einen weg. Warum keine Kerze auf dem Tisch? Ich wundere, wenn ich hier nicht gleich am Kotzen bin, Digga. So, was haben wir noch? Pass mal auf. Ich habe Angst ohne Schaden. Ist das wirklich sowas? Ätzt das weg? Geht das in die Kleider? Ich habe keine Ahnung, Jens. Also wenn es in die Kleider geht, dann raste ich. Aber Jens, ich sag mal so, ne? Hä? Wenn du das isst, ein Stück, dann 100 Community Subs von mir. Von dir? Ja. Sag all. Auf jeden Fall. Junge, jetzt geht's auch noch darum, Dschungelkönig, Alter. Ich muss die Sterne fürs Team holen. Ich habe hier ein Büro. Hier werden morgen ist Montag, oder? Morgen werden hier Leute ankommen und ich sag dir eine Sache, wenn es hier drin stinkt, dann findest du irgendwann, egal in Zukunft, es mag vielleicht in einem Tag, vielleicht in einer Woche, vielleicht in einem Jahr, ein Stück Scheiße unter deinem Kopfkissen. Das kenne ich schon. Alles klar. Ich will, dass der 6. Kommentar totgeliked wird. Was auch immer da steht. Hey, ich sag's dir ehrlich, okay, ich hab echt, also ich meine es gerade wirklich ernst, ich bin gerade ein bisschen hibbelig. Ich hab ein bisschen Angst. Ich sag dir auch, ich hab halt Angst, dass bleibende Schäden da sind. Ja, das ist mein größtes Bedenken. Lass uns erstmal Platz nehmen und anstoßen. Erstmal Platz nehmen. Wie beginnt mal ein Dinner? Ins Face gekommen. Ey, wir stehen nicht auf, wir bleiben einfach sitzen. Wir bleiben einfach sitzen. Pass auf, die Regeln sind, egal was passiert, wir beide bleiben sitzen. Digga, auch für den Leib. Guck dir an, wie aussieht. Der sitzt aus, wenn ich gleich schon kotzen, das Ding so nicht mal. Nein, ich meine, was ihr so erzählt. Ey, jetzt. Okay. Genieß es. Oh Gott. Es ist was Besonderes. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Es ist was Besonderes aus Schweden. Die Dose ist normal. Thunfisch. Kann alles drin sein. Also jetzt einfach zudrücken, ne? Hey, warum habe ich gerade so eine Angst, Digga? Alter, weil das ist wirklich was Besonderes. Das muss packen. Das wäre mit unserem Leben. Das. Oh Gott. Es riecht. Das riecht so, wie wenn ich übelst ein Dünnschiss habe. Warum riechen das nur wir? Also wir riechen das bei ganz arg. Ich habe keinen Geruch. Muss die Tür zugemacht werden? Eigentlich schon. Dann mach die Tür zu! Komm raus, mach die zu! Hör auf, ich rede nur. Mach zu. Mach zu, du musst wirklich zu, weil ich krieg alles ab hier. Mach sie zu. Oh mein Gott. Ruhig, mach weiter. Mach die Dose. Oh, yeah. Die Spritze doch immer. Ecke. Das stinkt unglaublich. Das stinkt doch scheiße. Ich steh da. Ich find aber ganz ehrlich, nach einer Zeit wird es ein bisschen lustig. Oh, ich find's echt ganz geil. Oh, guck mal, die Soße. Man gewöhnt sich dran, glaube ich. Oh, jetzt kam ich schon drauf. Hör auf, ich kann es nicht mal mit meinen Augen zu und alles. Ich kann es nicht mal sehen. Willst du das nicht, oder was? Ich krieg's, aber ich find's geil. Oh mein Gott, du bist so ein Untermensch! Perverses Schwein! Ohne wir drehen nicht perverses Schwein ist es! Es klingt so abartig! Wenn du nicht hinguckst. Oh nein, dann geht's nicht! Nein, du darfst nicht hingucken! Wenn du die Soße siehst, zeig den Leuten mal die Soße! Ich bin gespannt, wie der Fisch. Ich darf nicht hingucken! Oh mein Gott! Es stinkt wie Scheiße! Es riecht echt original nach Scheiße! Es riecht original nach Scheiße! Wie hat sich das aus? Oh, jetzt riecht's noch nach Pisse! Jetzt ist es offen. Ey, hör auf, du warte. Mach auf. Das riecht wirklich wie die letzte Bahnhofstoilette. Wie die letzte. Ich muss mich gerade so. Könnt ihr aufhören, ich muss mich so zusammenreißen gerade. Noch welcher kranke Mensch in Schweden kommt auf die Idee? Ja, das bringen wir als Delikatesse raus. Was ist los mit den Leuten? Ich verstehe es nicht. Wo ist da die Logik? Ich kotze gleich. Ich schwöre, dem Einzigen, was fehlt, ist der Hartwig und so.
Sonja Zielk und die ums Eck kommen. Oh mein Gott. Ich schwöre, die fehlen noch. Mach auf. Boah, ich tunke jetzt das Messer ein in die geile Frikadellensoße. Oh, jetzt kommt der richtige Schwung. Hör auf! Alter. Boah, guck mal, wie ich die Schlieren da zieh. Guck mal, da ziehst du so richtig. Das ist das wirklich ein Erbohr. Das Handy kann ich wegschmeißen jetzt. Na komm. Was soll kommen? Ja, wir essen. Was essen? Seid ihr behindert, ihr könnt es nicht essen. Du isst es jetzt. Ich esse es nicht. Fertig, du isst es jetzt und fertig. Du isst es. Wo bin ich? Ich hole die Sterne fürs Team, Jungs. Ich bin da, RTL. Boah, das riecht doch Pisse schon wieder. Aber warum bist du so und drehst die ganze offene Scheiße eigentlich in meine Richtung? Boah, das sieht aus wie... Oh, der will... Bleib mal ruhig, bleib mal ruhig. Du schüttelst das Ding gleich um. Der schüttelt es gleich um, der Idiot. Was ist los bei dir? Einfach rein mit der Gabel, das Schwein. Boah, guck's dir an. Geil. Ich bin doch nicht ganz sauber. Der Typ ist nicht sauber. Sascha, willst du... Oh mein Gott. Jungs, schmeckt's euch? Die haben doch nicht gegessen. Wenn ihr noch was braucht, getränkemäßig... Komm raus. Sascha, wenn du Eier hast, kommst du jetzt hier. Geh weg, komm mal. Wenn du das unschön bist, ich kriege dein Leben. Was soll ich denn dafür? Was ist das für ein Studio hier? Ich aufstehen. Sascha. Hey, bleib ruhig. Sascha. Bleib ruhig. Ich darf nicht aufstehen, Sascha. Die fähigen Mitarbeiter hier wieder. Ich fordere dich heraus zu einem tiefen Atemzug. Ich fange gerne an. Also die ganze Zeit, ich habe drin was gekotzt. Ja, ich auch. Ich fange an. Aber ey, an, ich bin schon über das Level drüber jetzt. Jetzt kannst du mir die ganze Scheiße bringen hier. Kamel-Eier. Jetzt kannst du mir die ganze Scheiße draufbringen auf den Tisch. Olaf, 2x49. Okay. Komm her, komm her. Das war doch kein Einatmen. Okay, es ist gerade wirklich fast gekommen. Hör auf, labern. Das kannst du echt gehören sein, Olaf. Näher, näher, näher. Riech mal, geh mal richtig ran. Komm, beide. Geh mal so richtig tief. Ich hab doch nicht, ich glaube, ich hab gerade fast gekotzt. Geh über die Serviette, so über die Serviette. Digga, hier, du verschüttest mir nichts auf die Terrasse. Das riecht nach Pisse. Was denn? So nach richtig ekliger Pisse. Also du hast mit Bar nicht Toilette. Oh, nach Kacke, der riecht auch. Ich hab Kinder auf die Erfahrung. Ja, übel, gell? Ja, ich will nicht essen. Hör mal auf zu labern mit so einer scheiß Bahnhofstoilette noch im Hintergrund. Ich weiß nicht, aber eins will, dass das Flammkuchen ist mit Speck. Das sieht so eklig aus. Ich finde, es sieht aus wie Fisch. Nein. Das ist wirklich das Letzte. Wirklich, du hast an mein Lebensende, du hast Respekt vor mir. Tiefsten Respekt. Bear Grylls Respekt. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob ich es runterschlucken kann. Wenn ich es im Mund hatte, ist... Wenn du es nicht runterschlucken kannst, dann spuckst du wieder auf die Welt. Dann spuckst du einfach wieder aus. Chat, seid ihr da? Fiebert ihr mit? Was schreibt die? Die lieben dich alle ganz arg und glauben an dich. Oh mein Gott. Gar nicht drüber nachdenken. Kau. Nicht drüber nachdenken. Schmeckt lecker. Oh mein Gott. Ich bin dabei, das Ding aufzumachen, dran zu riechen, mich zu ekeln. Aber sowas zu essen ist für mich fast schlimmer. Nee, es ist ungefähr so schlimm, wie ein Stück Scheiße in den Mund zu nehmen. Und da mache ich einfach nicht mit. Hey, meine Community erwartet die Subs. Ja? Die erwarten die Subs. Die Rechnung kommt. Meine Community erwarten hier die Subs. Einzeln, Chat. Wirklich? Er ist der Einzige, der mit dir wirklich, der war richtig korrekt, der grüne Frosch. Zeig den Frosch. Zeig den Frosch. Grüner Frosch. Der Frosch, der gesagt hat, nicht drüber lacht, der mich motiviert hat. Fürs Team. Für den Stern! Knossi, du hast wirklich den Respekt bis ans Lebensende von mir, dass du das gerade gemacht hast. Aber Scheiße in den Mund, das muss nicht sein, Digga. Ich sag euch was, die Dose aufzumachen mit dir, diese Erfahrung, dieser Geruch, ganz anders vorgestellt. Ganz, ganz anderer Geschmack. Nussig. Ganz, ganz anderer Geschmack, oder? Es schmeckt nicht wie das, wie es riecht. Aber hast du eine Idee? Es schmeckt aber auch nicht gut. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sag, oh, ja, da könnte man doch mal ein paar Dosen. Es schmeckt ganz anders. Es schmeckt wie ein Geruch. Wie ein Geruch, wie Scheiße. Von so einer Baumrinde. Aber so eine ganz pissige. Da habe ich schon 36 Labradore das Bein gehoben. Und genau die Stelle, so schmeckt es. Ich feiere es aber, dass du auch weißt, wie Baumrinde ist. Erlebe es mit mir.
erlebst echt mit ihm. Ohne Scheiß, Nico. Nico, ich schwör's dir, ich bin da. Ich bin da. Mit mir bist du vorne, mit mir bist du oben. Denk nicht drüber nach. Flammkuchen mit Speck. Mein Geist tritt aus meinem Körper aus. Für den Zeitraum, in dem ich das tue, bin ich nicht ich, sondern Jens Optenhövel. Denk nicht drüber nach. Ohne Scheiß, da denk nicht drüber nach. Wie die Wiederholungen im Gym. Bruder, jawohl, yes! Voll mystisch, ja. Yes, baby! Yes, 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 baby! Er hat's gemacht, he did it, Alter! He did it! Und jetzt du! Und jetzt, Frau Grüner, du hast die besten Motivationen. Setz dich hin! Ich mach die Gabel sauber. Der Grüne ist dabei, der grüne Frosch. Der ist das, der schluckt das. Bruder, ich brauch es. Guck mal, der Grüne, wie er rangeht. Ja. Ist alles egal. Hab heute noch nicht gegessen. Sorry, könnte ich noch Salz und Pfeffer bitte haben? Dankeschön. Bruder, guck dir ihn an. Guck dir den Frosch an. Also, zum Wohl, dankeschön. Toll. Nach Flug. Bruder, Alter! Oh mein Gott. Bruder. Er ist zu hart. Er ist wirklich zu hart. Er ist Landwirt. Er muss Landwirt sein. Schluckst du das? Er muss Landwirt sein. Ist nicht dein Ernst. Es interessiert. Er schluckt runter. Es ist ihm egal. Sympathisch. Wie schmeckt's dir? Reicht doch noch ein Stück. Ist doch da. Für das Team. Elektrotüten im Mode Innenmaufer. Er hat's einfach geschluckt. Der Frosch, Alter. Digga, Elektrotüten auf Feierbasis, Digga. Wirklich. Mein allertiefsten. Glörres. Wer möchte noch? Möchte noch jemand aus dem Team mal probieren? Eins in den Chat, wenn Sascha auch mal ja, kosten soll. Bei mir war es so, ich bin euch ehrlich, okay? Ich habe wirklich drin, fast, ich war nicht mal im Vorraum, ich war im Raum dahinter. Ich hab gekotzt. Ist gut, Sascha, wir haben Verständnis. Ey, ohne Scheiß, mal zollt mal euren Respekt in der Chatbox. Wir haben es durchgezogen, Freunde. Wir haben es gezogen. Und ey, ganz ehrlich, es war eine Experience der etwas anderen Art. Ist halt eine Runde weiter im Dschungelcamp. Ohne Witz, ey, das war das bekannteste, das wie gesagt, spektakulärste Dinner 2019. Wir testen für euch schwedische Delikatessen. Das traust du dich nie, so heißt das Format. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf die nächste Woche.